Rufe auf Tagesordnungspunkt 4. Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 12104, mit dem Thema Förderung des digitalen Breiten- und Profisports. E-Sport verdient Anerkennung und Wertschätzung. Ich erteile für die antragstellende Fraktion Herrn Kollegen Lammler das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zocker, liebe Dattler, liebe Gamer, liebe Sportler hier, aber auch zu Hause. Es hat sich viel getan in den letzten Jahren im Bereich des E-Sports. In den letzten Jahren wurden einige professionelle Teams gegründet. Der Traditionsverein Schalke 04, die BVB-Fans mögen mir jetzt verzeihen, hat jüngst das League of Legends Team Elements übernommen. In Südkorea zählt E-Sport als Nationalsport und in Frankreich läuft derzeit eine umfassende Anerkennung dieser Sportart. Dagegen wird der E-Sport in Deutschland von offizieller Seite stark vernachlässigt. Bei einigen Menschen in Politik und Verwaltung lösen Computer- und Videospiele negative Assoziationen hervor. Andere sind geistig so unflexibel, dass sie Computerspiele als Jugendkultur schlicht abtun. Aktuelle Zahlen der Gesellschaft für Konsumforschung zufolge liegt der Altersdurchschnitt bei Computerspielenden bei etwa 35 Jahren. Zudem ist die Hälfte davon weiblich. Die knallharte Realität von heute überholt die Klischees von gestern mit Warpgeschwindigkeit. Meine Damen und Herren, wir Piraten werben seit jeher dafür, dem E-Sport die Wertschätzung und Anerkennung entgegenzubringen, die er verdient. Denn E-Sport ist, wie der Name schon sagt, Sport. Zur körperlichen Aktivität beim E-Sport sei zu erwähnen, dass die motorischen Ansprüche und Fähigkeiten im E-Sport in der Forschung, zum Beispiel an der Deutschen Sporthochschule, einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. E-Sport-Profis schaffen bis zu 400 Bewegungen pro Minute an Tastatur und Maus. Das ist viermal so viel wie ein untrainierter durchschnittlicher Mensch. Selbst beim Tischtennis, also der schnellsten Ballsportart der Welt, ist weniger in puncto Hand-Augen-Koordination zu leisten. Professor Ingo Frohböse hält den E-Sport für, Zitat, mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen. Der Cortisolspiegel, Cortisol ist ein Stresshormon, ist etwa ungefähr auf dem Niveau eines Profiradsportlers während eines Wettrennens. Dazu kommt ein hoher Puls, der teilweise eine Herzfrequenz hat von 160 bis 180 Schläge pro Minute. Das ist ungefähr zu vergleichen mit einem sehr schnellen und ausdauernden Lauf, wie wir ihn zum Beispiel von Marathonsportlern kennen. Profi-E-Sportler legen großen Wert auf körperliche Fitness und gesunde Ernährung. Aber es geht nicht nur um Leistung, sondern auch um den Sportsgeist. Fairplay und das Erleben sozialer Kompetenzen, gemeinschaftlichen Spiel im Team steht im Vordergrund. Und nicht nur auf den Rasen oder in der Halle sind diese Kompetenzen bei körperlicher Tätigkeit zu erlernen. Sie sind auch am Bildschirm mit Tastatur und Maus erlernbar. Computerspiele sind weit entfernt von dem, was manche stereotype Vorstellungen teilweise immer wieder noch kolportieren. Wege zur Vereinsamung und Abkapselung von der gemeinschaftlichen orientierten Umwelt. Ja, solche Sachen hört man immer wieder. Aber vielmehr gilt für den breiten E-Sport der schöne Spruch aus dem digitalen Volksmund: Those who game together, stay together. Zu Deutsch heißt das so in etwa, die, die zusammen zocken, die bleiben zusammen, die verbringen zusammen ihre Zeit und zwar auch nach dem Spiel. Sport verbindet und dazu gehört auch eben E-Sport. Zur Anerkennung einer Sportart braucht es auch Voraussetzungen. Der Deutsche Olympische Sportbund setzt für eine Anerkennung einer existierenden
eine existierende Verbändelandschaft für die betreffende Sportart voraus. Dazu wurde schon mal aus dem Bereich E-Sport solch eine Struktur erschaffen, damit diese Anerkennung erfolgen kann. Dieser Dachverband wurde dann immer wieder vor Hürden gesetzt und ist dann abgeblitzt worden und mittlerweile auch leider wieder erloschen. Das ist ein Versagen der offiziellen entscheidungstragenden und Institutionen. Es ist jedoch ein heilbares Versagen. Diese Heilung wollen wir mit diesem Antrag auch anregen. Wir wollen erreichen, dass der Staat und die Gesellschaft offiziell E-Sport anerkennen und ihnen damit die Rahmenbedingungen zugestehen, die auch anderen Sportarten zugutekommen. Eine politische Anerkennung des E-Sports als gemeinnützige Sportart ermöglicht einige wichtige Verbesserungen für die Organisationskultur des virtuellen sportlichen Wettkampfs. Diese Anerkennung, die auch steuerrechtliche Auswirkungen hat, ist auch schon dem Schach, Billard oder Dartsport zugute gekommen. Die Verbände- und Vereinsstruktur wird auf eine breitere und demokratischere Grundlage gestellt. Ehrenamtliche Arbeit kann anerkannt und Jugend- und Integrationsarbeit in effektivere Bahnen gelenkt werden. Gleichzeitig wäre dies eben auch ein bedeutendes Zeichen an den Deutschen Olympischen Sportbund, sich endlich mal zu bewegen und ein Umdenken einzuleiten. Meine Damen und Herren, die Digitalisierung verändert alle Lebensbereiche. Diesen Satz habe ich in ähnlicher Form so mehr oder weniger von jedem hier schon mal gehört. Und ich bin gespannt, ob Sie bereit sind, auch den digitalisierten Sport als gleichwertig anzuerkennen. Ich komme zum Schluss. Es gibt keine allseits anerkannte Definition, was Sport ist und was nicht. Wenn aber Schach, Billard, Dart und der Motorsport offiziell anerkannt sind und für sie entsprechende steuerrechtliche Ausnahmen gemacht werden, so sollte hier nicht mit zweierlei Maß gemessen werden. Gleichzeitig möchte ich noch zum Schluss darauf hinweisen, dass unser Antrag auf Erhebung von Daten zur Konsolidierung der Game-Development-Branche in Deutschland und NRW auf ein weiteres Entwicklungsdefizit in puncto Games hinweist. Bis dato gibt es keine verlässlichen Daten zu den Game-Developern in Deutschland und vor allem nicht denen, die hier aus NRW stammen. Daher gibt es auch noch keine Möglichkeit, sich als Spieleentwicklungsstudio bei den Finanzämtern oder Banken etwa ordentlich als Game-Developer eintragen und anerkennen zu lassen. Man wird im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts also als Spieleschmiede immer noch irgendwo zwischen Software, Marketing und Design oder einfach nur als Sonstiges eingestuft. Beantragen Sie so mal einen Kredit. Es scheint, als ob die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung von Games zwar immer wieder mal gerne genommen wird, wenn es um Sonntagsreden geht oder mal so eine Gamescom eröffnet werden soll, aber wenn es um tatsächliches Handeln, Ändern und Umdenken geht, da tut sich die Politik hierzulande noch tierisch schwer, in der Kreativwirtschaft und im Sport. Lassen Sie uns an dieser Stelle ein starkes, glaubwürdiges Signal vor der Gamescom absenden und zeigen, dass das Bundesland NRW als Austragungsort dieser bedeutsamen internationalen Messe die Games auch wirklich ernst nimmt. Und nein, meine liebe Landesregierung, liebe Fraktion von SPD und Grüne, liebe Frau Ministerin, es wird nicht reichen, an dieser Stelle das bisschen Engagement der Film- und Medienstiftung aus NRW Lob zu huddeln. Wenn Sie es wirklich ernst meinen, dann heben Sie gleich Ihre Hand und stimmen diesen Antrag zu und setzen so ein starkes Zeichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kollege Lamlau. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Vogt das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Ihr Antrag, Herr Lammler, zum Thema E-Sport, also die Anerkennung der Gemeinnützigkeit und die gesellschaftliche Wertschätzung
für Games, für den Wettstreit zwischen Menschen mittels Computerspielen haben Sie ja hier eingebracht. Mich verwundern einige Sachen, wie Sie dies von der Form hier machen. Aber vorab schauen wir einmal auf Nordrhein-Westfalen, wenn wir über die Games-Industrie reden. NRW ist ein Zentrum der deutschen Games-Branche. Hier, Sie hatten es gerade schon erwähnt, findet die Gamescom statt, auch wieder in diesem August. International eine der anerkanntesten Veranstaltungen mit 350.000 Besuchern. Über 800 Aussteller präsentieren sich hier bei uns in Köln. Angehängt dort ist der Gamescom-Kongress, ein Kongress, der sich mit Games und auch mit der gesellschaftlichen Verantwortung, gesellschaftlichen Aspekten und Auswirkungen von Games beschäftigt. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen, Sie hatten es auch schon erwähnt, eine Förderung über die Film- und Medienstiftung. Es war ursprünglich die Filmstiftung, die wir zur Film- und Medienstiftung weiterentwickelt haben, gerade um das Thema Games dort mit zu verankern. Wir haben neben der Film- und Medienstiftung die Förderung für die Gameswirtschaft durch Innovationswettbewerbe. Aktuell in der EU-Förderperiode ist die Förderung der Gamesbranche unter anderem Bestandteil des Leitmarktwettbewerbs Create Media. Und auch in der ersten Einreichungsrunde waren einige Projekte aus dem Bereich Serious Games erfolgreich. Wenn wir auf Nordrhein-Westfalen gucken, haben wir natürlich auch eine Reihe von großen internationalen Unternehmen aus dem Games-Bereich, die hier ansässig sind, hier in Düsseldorf Ubisoft, wir haben Electronic Arts in Köln. Und diese Unternehmen sind natürlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten auch ein Arbeitsplatzgeber für unser Land. Ja, und wir haben auch Unternehmen, die sich mit dem Bereich E-Sport beschäftigen, die dies aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten betreiben. Die Kölner Firma Turtle Entertainment unter anderem, sie betreibt die Electronic Sports League. Das sind Beispiele, dass dieses Thema, was Sie hier aufgerufen haben, durchaus relevant ist. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine Reihe von Hochschulen, das Cologne Game Lab, wir haben aber auch in Düsseldorf, in Duisburg-Essen, in Paderborn Hochschulen, die sich mit dem Thema Games beschäftigen. Und Sie sehen, wir betrachten Games nicht nur unter kulturellen, auch unter wirtschaftlichen Fragestellungen hier in unserem Land. Und wenn wir uns jetzt Ihren Antrag ansehen, dann können wir feststellen, dass dieses Thema, und Sie hatten es ja auch gerade erwähnt, gar nicht neu ist. Die Anerkennung von E-Sports als Profi- oder Breitensport dauert schon mehr Jahre, als die Piraten eigentlich Bestand haben. Und es gibt durchaus unterschiedliche Sichtweisen. Es gibt Sichtweisen des BIO, des Verbandes, der den Games-Bereich mit vertritt. Es gibt Sichtweisen von klassischen Sportvertretern, die das etwas anders sehen. Und wenn wir uns Ihren Antrag ansehen, dann haben Sie natürlich den Punkt darin der Gemeinnützigkeit. Wir diskutieren hier im Landtag das Thema Gemeinnützigkeit auch in anderen Bereichen. Wir haben einen FDP-Antrag vorliegen, da geht es um Gemeinnützigkeit im Journalismus. Und allein an dem Antrag können wir eigentlich sehen, wie viel Aufwand das ist, sich mit dem Thema Gemeinnützigkeit auseinanderzusetzen. Was heißt es beispielsweise, und das trifft auch auf den Games-Bereich zu, wenn große wirtschaftliche Unternehmen in diesem Bereich bereits tätig sind und wenn Gemeinnützigkeit eingeführt wird, was hat das eigentlich für Auswirkungen und welche Ziele wollen wir damit verfolgen und was kommt dabei letztendlich heraus? Das sind alles Fragestellungen, die hätten wir sehr gerne weiter diskutiert. Weil, wie gesagt, dieses Thema sehen wir generell als relevant an. Aber Sie bringen einen Show-Antrag, Sie haben ja gerade selbst zugegeben, kurz vor der Gamescom. Sie bringen den auch in anderen Bundesländern, fast identisch. Sie bringen diesen Show-Antrag und verhindern aber gleichzeitig, dass wir im Ausschuss vernünftig über dieses Thema reden. Sie verhindern damit, dass wir eine Anhörung hier durchführen. Sie verhindern damit, dass verschiedene Experten mit verschiedenen Sichtweisen der Games-Industrie, der Gamer und auch der klassischen Sportverbände hier im Landtag zu Wort kommen können. Das ist sehr bedauerlich. Wir hätten gerne weiter über dieses Thema diskutiert. Sie machen sich sehr einfach. Sie machen hier anderthalb Seiten auf Papier, ein sehr dünner Antrag. Und Sie bringen einen ganz dünnen Antrag.
stellen den hier zur direkten Abstimmung einfach, um vor der Gamescom irgendetwas rauszuhauen, verweigern sich damit aber einer intensiven Diskussion im Ausschuss. Sie verweigern sich einer Anhörung. Sie haben natürlich schlechte Erfahrungen gemacht bei der Anhörung, als es um die Game-Studie ging, weil Sie Kriterien aufgeworfen haben, die von einer Reihe von Experten gar nicht so gesehen wurden. Damit scheitern Sie. Das kann Sie natürlich ärgern. Und deswegen versuchen Sie hier zu verhindern, dass wir vernünftig im Ausschuss über dieses Thema reden. Sie versuchen zu verhindern, dass wir eine Anhörung mit allen Beteiligten durchführen. Das ist schade. Wir können Ihrem Antrag so nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Herr Abgeordneter, würden Sie noch, obwohl Sie gerade schon zum Ende gekommen sind, eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Olejak zulassen? Ja, bitte. Dann bitte. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage noch zulassen. Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass gerade im Rahmen der vergangenen Anhörung für das Game Development 8 Sachverständige gesagt haben, dass dieser Antrag genauso unterstützenswürdig sei und 3 sich dagegen ausgesprochen haben und Sie im entsprechenden Ausschuss für Kultur und Medien, anders als es zum Beispiel CDU und FDP dann getan haben, sich explizit gegen unseren Antrag ausgeschlossen haben? Sehr gut, dass Sie das nochmal ansprechen, Herr Olejak. Wenn wir uns nämlich die Anhörung und dieses Sachverständigengespräch ansehen, und das Protokoll ist im Netz für alle einsehbar, dann hatte sich bei dieser Anhörung gerade bei Ihrem Antrag herausgestellt, dass der Sachverständige des Game-Verbandes, der Geschäftsführer, dort verkündet hat, dass er sich darüber freut, dass der Antrag, der von einem Verband geschrieben wurde, 1:1 durch Sie eingebracht wurde. Und das ist natürlich eine Sache, die wir schon ziemlich kritisch sehen, wenn ich mir Sachen aufschreiben lasse und vorher dann so tue, als ob ich besonders transparent bin. Das war Ihren Mitgliedern im Ausschuss auch sichtlich peinlich. Wenn man sich den Stream ansieht, konnte man das durchaus sehen. Sie können auch das Protokoll nachlesen. Das war eine peinliche Situation für Sie. Deswegen verstehe ich nicht, warum Sie gerade auf dieses Thema noch mal zu sprechen kommen. Wir haben in dieser Anhörung gehört, Herr Söndermann, unter anderem ein unbestrittener Sachverständiger, der für diesen Bereich zuständig ist, hat uns erklärt, dass Ihre Kriterien, die Sie in Ihrem Antrag zu einer Game-Studie aufgeschrieben haben, internationaler Vergleichbarkeit nicht standhalten. So, wir haben doch nicht gesagt, dass generell Zahlen nicht sinnvoll sind, aber so wie Sie den Antrag geschrieben haben, war der einfach schlecht. Dieser Antrag ist auch ein Show-Antrag. Sie verweigern sich der weiteren Diskussion im Ausschuss. Wir können leider so nicht zustimmen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Vogt. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Stein das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diesen Antrag gelesen habe, da habe ich ein wenig gestaunt. Und zwar nicht, weil E-Sports keine Bedeutung verdient hat, ganz im Gegenteil, denn die Bedeutung des E-Sports zeigt sich ja auch schon an den vielen jungen Menschen, die sich dieser Angelegenheit widmen. Ja, und auch nicht zuletzt wird das deutlich an dem Preis im Werbegeld, an die eben gar nicht mal so kleinen Bereich im professionellen Bereich dort gezahlt werden. Ja, vielmehr war ich doch erstaunt, was Sie hier konkret fordern und ausdrücken mit dem Antrag. Ich sehe nämlich nicht, dass E-Sport gesellschaftlich nicht anerkannt sein soll. Wie ich sagte, die Zahl derer, die sich dem E-Sport widmen, spricht eine ganz andere Sprache. Auch der relativ stark ausgeprägte Profibereich bezeugt etwas anderes. International werden da sogar Preisgelder in Millionenhöhe vergeben. Riesige Hallen und Stadien werden in Deutschland für Events bzw. Turniere angemietet. Unzählige Zuschauer widmen sich diesen Events vor Ort und im Internet mit ähnlich produzierten Shows, wie wir das vielleicht aus der Bundesliga her kennen, beim Fußball. Und bei mangelnder Akzeptanz wäre eine solche Dimension sicherlich nicht denkbar. Insofern finde ich diese Ausführungen in Ihrem Antrag schlecht nachvollziehbar. Ja, und außerdem übersehen Sie, werte Antragsteller, dass es eben nicht Aufgabe der Politik ist, zu definieren, was eine anerkannte Sportart letzten Endes wird. Dieses ist Aufgabe des Deutschen Olympischen Sportbundes und gegebenenfalls auch des Landessportbundes, der mit seinem Votum abweichen könnte vom Votum des DOSB. Also hätten Sie mit Ihren Kollegen da mal auch in Berlin, die diesen Antrag ja in ähnlicher Form gestellt haben, gesprochen, hätten Sie das wissen müssen. Denn dort verwies Dr. Heiner Brandy vom Landessportbund Berlin darauf, dass, ich zitiere,
die Anerkennung einer menschlichen Betätigung oder Aktivität als Sport keine staatliche Aufgabe ist, sondern sie obliegt dem organisierten Sport und wird in der Regel vom DOSB geprüft und entschieden. Das ist also eine Angelegenheit, die in der Autonomie des Sportes geregelt wird. Zitat Ende. Und ich gewinne den Eindruck, dass Sie hier an dieser Autonomie rütteln wollen, wenn die Politik sich stark machen soll dafür, und das ist abzulehnen. Außerdem entsteht noch ein weiterer, ja fast schon fataler Eindruck mit Ihrem Antrag, denn dieser Antrag vermittelt den Anschein, als ob Sie über den Status der Gemeinnützigkeit Subventionen für eine Branche fordern, die schon sehr gut professionell funktioniert und keinerlei Subventionen benötigt. Ich verweise hier nochmal auf die Millionen Preis- und Werbegelder und Mega-Events, die ich da gerade angesprochen habe. Und zu diskutieren wäre ferner die Doping-Problematik. Der amerikanische Spieler Corey Sampson-Friesen gestand die gezielte Einnahme von Ritalin in einem vielbeachteten YouTube-Interview, und viele E-Sportler gestanden in der Folge den Einsatz von Ritalin bei diesen Turnieren. Nachzulesen ist das unter anderem online bei der FAZ in dem Artikel »Das falsche Spiel mit der Maus«. Auch der übermäßige Konsum von Energydrinks kommt wohl häufig vor auf diesen Events, und das sind sicherlich Themen, die weit im Vorfeld geklärt werden müssen, bevor man da überhaupt über eine Anerkennung sprechen kann. Teilweise, Herr Kollege, also ich kenne keinen Fußballprofi, der Bier trinkt vor dem Bundesligaspiel. Tut mir leid, Herr Marschenk. Ja? Okay. Mag sein, dass Sie da bessere Informationen haben, aber das müssen Sie dann doch noch mal. Das müssen wir dann doch noch mal hier ausführen. Da wäre ich auch sehr interessiert. Ja. Herr Kollege Stein, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Sommer zulassen? Ja, gerne. Dann los. Vielen Dank, Herr Kollege Stein, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Über die Geflogenheiten von Fußballprofis sollte die allerdings jetzt nicht gehen. Ich glaube, da ist die Bandbreite auch relativ groß. Ich möchte aber noch mal darauf oder Sie danach fragen. Sie gehen jetzt gerade darauf ein, dass Sie beim E-Sport es eine Tendenz zum Doping gibt und dass es deshalb eine Problematik sein könnte, diesen Sport auch als gemeinnützig anzuerkennen beziehungsweise seine vereinsmäßigen Ausprägungen. Wenn ich dieser Logik folgen darf, in welcher Form darf es dann noch Bezuschussung oder Anerkennung von Gemeinnützigkeit zum Beispiel bei der Leichtathletik geben? Also gerade in den letzten Monaten gibt es ganz, ganz viele Skandale, was Leichtathletik angeht, aber auch zum Beispiel beim Radsport in den letzten Jahren. Wenn ich da diese gleichen Maßstäbe anlege, die Sie hier anlegen. Herr Kollege Sommer, ich glaube, die Frage ist gestellt. Danke. Herr Stein sieht sich auch in der Lage, sie zu beantworten. Ja, ich sehe mich in der Lage, diese Frage zu beantworten. Ja, vielen Dank erstmal für die Frage, Herr Sommer. Wir haben ja gehört, dass jetzt auch bei diesen Events mit der NADA, der Anti-Doping-Agentur, kooperiert werden soll. Das ist sicherlich ein Schritt, der notwendig ist, aber ich denke, wir sind in einem sehr frühen Stadium, und das ist sicherlich auch nur ein Kriterium, welches zu erfüllen ist. Ja, denn in den anderen Sportarten, ich kann nicht bewerten, wie gut die Kontrolle funktioniert. Ja, und sicherlich kann man immer was tun, um es auch besser zu gestalten. Aber dort gibt es zumindest schon diese Kooperation und diese Strukturen, und die sind in diesem Bereich einfach noch nicht gegeben. So, ich fahre fort. Darüber hinaus wurde auch zum Beispiel in der Berliner Anhörung deutlich, dass viele Spieler eben im jugendlichen und schulpflichtigen Alter sind und nächtelang durchspielen. Das wurde auch von einem Betreiber einer E-Sports-Bar dort eingeräumt, dass diese Spieler am nächsten Tag der Schule oftmals fernbleiben. Auch das ist sicherlich eine Problematik, über die man generell reden muss. Zu guter Letzt, wir haben das schon gerade gehört, lässt sich kritisieren, dass Sie mit Ihrem Antrag ja wirklich eine gravierende Forderung, nämlich die Forderung nach Aufhebung der Autonomie des Sports, wenn man das zu Ende denkt, eigentlich fordern und im weiteren Verlauf auch noch eine Schaffung der Gemeinnützigkeit wollen und dieses dann aber mal eben salopp im Plenum durchpeitschen wollen, wir haben das gehört, ganz ohne Diskussion im Ausschuss, ohne Expertengespräch oder ohne Anhörung. Und ein solches Vorgehen lässt einfach die nötige Seriosität vermissen. Insofern ist Ihr Vorgehen bestenfalls ein einfacher Versuch, so etwas wie Wahlkampf zu betreiben. Anerkennung und Wertschätzung verdient der E-Sport sicherlich, aber nicht mit diesem Antrag. Und deshalb werden wir diesen auch ablehnen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Stein. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Paul. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Zunächst möchte ich mich auch mal der Bewertung der Kolleginnen und Kollegen anschließen und zum Ausdruck bringen, dass ich es sehr schade finde, dass wir diesen Antrag heute direkt abstimmen. Denn ich denke, und das hat die Debatte bislang, glaube ich, auch schon durchaus deutlich gemacht, dass dieses Thema viel Anlass zu intensivem Austausch bietet und dass es auch noch intensiven Anlass dazu gibt. Also dass es auch notwendig ist, dieses Thema eingehender zu diskutieren. Deshalb hätte ich mir gewünscht, dass Sie den Antrag überweisen. Das wollen Sie so nicht. Das ist schade. Das stellen wir an der Stelle erstmal so fest. Wir können aber auch feststellen, dass E-Sports ein wachsender Markt mit einer wachsenden Profiszene, aber auch ein wachsender Bereich der Freizeitgestaltung ist. Und vor wenigen Wochen, der Kollege Lammler hat es ja schon erwähnt, hat auch der traditionsreiche FC Schalke 04 ist auch in Profi-E-Sport eingestiegen, also aus S05 wird wohl nun Königsblau 4.0. Unbestritten ist also, dass E-Sports viele Menschen begeistert, ob als aktive Spieler oder Spielerinnen oder aber als Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wir können auch davon sprechen, denke ich, dass E-Sport eine eigene Jugendkultur ist. Jugendkulturen zeichnet allerdings auch aus, dass sie nicht immer mit den gängigen Formen von Strukturen und so weiter kompatibel sind und dass sie sich nicht immer ganz so leicht in diese Formen pressen lassen. Das wiederum macht aber auch einen gewissen Grad ihres Innovationspotenzials aus und mit dem sie oftmals auch gesellschaftliche Entwicklungen befördern. Und wir werden beobachten, in welche Richtung sich der E-Sport weiterentwickelt. Und wir werden auch weiter diskutieren, was das für die Struktur und Organisation des E-Sports bedeutet und damit eben auch für möglicherweise strukturelle Einbindung und Einbettung des E-Sports. Kernfrage der heutigen Debatte ist aber, ob es sich beim E-Sport auch um einen Sport im Sinne der Anerkennung durch den organisierten Sport beziehungsweise der Anerkennung als gemeinnützig handelt. Sport, das hat Herr Kollege Lammler ja richtigerweise schon gesagt, ist als Begriff nicht genau definiert. Der DOSB hat einige Kriterien in seiner Aufnahmeordnung definiert, unter anderem, dass eine eigene sportbestimmende motorische Aktivität, und diese ist bei Denkspielen, Bastel- und Modellbautätigkeiten, Zucht von Tieren, Dressur von Tieren ohne Einbeziehung der Bewegung des Menschen und Bewältigung technischen Geräts ohne Einbeziehung der Bewegung des Menschen so nicht gegeben. Und damit wären wir auch bei einem ersten Problem, nämlich der Fragestellung, wie viel ist beim E-Sport technisches Gerät und wie viel ist tatsächlich motorische Aktivität der Spielenden? Und der auch von Kollege Lammler schon erwähnte Professor Ingo Frohböse der Sporthochschule in Köln kommt zu dem Schluss, dass vor allem im Bereich des Profisports bzw. der intensiven, leistungsbezogenen Ausübung des E-Sports tatsächlich eine körperliche Anspannung und nervliche Belastung typisch für Sportler und Sportlerinnen anzutreffen ist, beispielsweise vergleichbar mit der Belastung beim Bogenschießen. Allerdings, liebe Kolleginnen und Kollegen, das von Ihnen im Antrag aufgegriffene Beispiel des Schach finde ich persönlich kein ganz so treffendes Beispiel. Zwar ist Schach tatsächlich anerkannt als Sportart, aber ich glaube, das ist eher zurückzuführen auf die Gnade der frühen Anerkennung, denn nach den geltenden Kriterien würde Schach heute sicherlich auch nicht mehr so einfach als Sport anerkannt werden. Professor Frohböse stellt allerdings auch fest, und das finde ich in der Tat interessant, auch mit Blick auf Ihren Antrag, dass es im Bereich des E-Sports an Transparenz und Organisation fehlt. Die Tatsache, dass Unternehmen oftmals als Veranstalter großer Turniere auftreten, erschwert dabei die Anerkennung durch den traditionellen Sport. Und auch bei der Frage der Gemeinnützigkeit muss die Frage erlaubt sein, welche Rolle Spielehersteller etc. eigentlich spielen. Dass sich also eine Demokratisierung der Strukturen aus der Anerkennung als gemeinnützige Sportart ergeben würde, darf in diesem Zusammenhang durchaus als gewagte These bezeichnet werden. Und vielmehr müsste doch aus meiner Sicht andersrum ein Schuh daraus werden. Das heißt, wir brauchen doch eine transparente, demokratische Organisation auch der Gamer-Szene, um anschließend sagen zu können, hier handelt es sich auch um möglicherweise eine Organisationsform, die gemeinnützig ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das aktive Spielen ist sicherlich weit weniger dröge als die recht bürokratische Debatte über die Anerkennungsfähigkeit als gemeinnützig im Sinne des Sports. Trotzdem kann ich uns ein paar rechtliche Anmerkungen nicht ersparen. Denn das von der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus beim Wissenschaftlichen Dienst im Auftrag gegebene Gutachten kommt zu dem Schluss, dass es sich bei E-Sports nicht um Sport im Sinne der Aufnahmeordnung des DOSB handelt. Es kommt aber auch zu dem Schluss, dass die Handlungsmöglichkeiten, und darauf ist ja bereits hingewiesen worden, der Landespolitik mehr als begrenzt sind. Zum einen haben die Länder gar keine Gesetzgebungskompetenz im Bereich der Abgabenordnung des Bundes und zum anderen gilt es auch immer, die Autonomie des Sports zu beachten. Das heißt, und darauf wurde ja auch bereits hingewiesen, dass eine Anerkennung konträr zur Auffassung des DOSB, was eben die Sportmäßigkeit des E-Sports angeht, wenn man diesem Gutachten folgen würde, einen unzulässigen Eingriff in die Autonomie des Sports darstellen würde. Und die ist immerhin auch verfassungsrechtlich verbrieft.
Und Sie, liebe Piraten, fordern die Landesregierung ja lediglich, das will ich mal zugute halten, auf, sich auf allen Ebenen dafür einzusetzen, was auch immer das heißen mag in seiner Unzielgerichtetheit. Trotzdem glaube ich nicht, dass es mit diesem wohlfeilen Appell getan ist. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema erfordert breiteren Raum dort zur Debatte. Und es ist jetzt schon oft gesagt worden, diesen Raum wollen Sie uns zu dieser Auseinandersetzung, zu dieser notwendigen Debatte ja nicht geben. Und ich komme an dieser Stelle noch mal darauf zurück, dass ich nämlich glaube, dass es eine intensive Diskussion dazu braucht. Und der Antrag in der von Ihnen vorgelegten Form überspringt schlicht und ergreifend diese aus meiner Sicht notwendige Debatte. Und dazu will ich Ihnen auch 5 Punkte nennen, die ich noch für sehr diskussionswürdig halte. Erstens, Computerspiele sind heute ein modernes Kulturgut. Ich denke, darüber können wir uns soweit einig sein. Das wirft für mich aber die Frage auf, ob wir die Diskussion um die Gemeinnützigkeit rein über den Paragraphen 52 Absatz 2 Nummer 21 Abgabenordnung, also den Bereich des Sports, führen sollten. Oder ob wir nicht auch, und ich glaube, das wäre durchaus 1, 2 Gedanken wert, nicht auch mal über Nummer 5, also Kunst und Kultur, in diesem Zusammenhang sprechen sollten. Zweiter Punkt. Wie sieht es denn überhaupt aus mit dem Diskussionsstand mit dem Landessportbund? Haben Sie über diese Frage denn auch schon mal Gespräche mit dem Landessportbund geführt? Denn die Aufnahmerichtlinien des DOSB besagen, dass eine Sportart von mindestens 8 Landessportverbänden anerkannt werden muss, bevor sie eine Anerkennung beim DOSB beantragen kann. Das heißt im Umkehrschluss, dass dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen in diesem Zusammenhang wesentlich mehr Handlungsspielräume zukommen, als die Landesregierung Handlungsspielräume hat. Dritter Frau Punkt. Kollegin, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Lammler zulassen? Ja, natürlich. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Paul. Ich sitze hier und frage mich, und das ist eine relativ einfache Frage, vielleicht können Sie mir die beantworten. Wenn Sie doch so gerne im Ausschuss darüber sprechen wollen, wieso haben Sie oder die Grünen diesen Antrag noch nicht gestellt? Das ist ungefähr so die witzigste Verkehrung von Ursache und Wirkung, die ich heute gehört habe. Sie stellen einen Antrag, wollen nicht darüber debattieren, wollen eine Schaufensterdebatte führen, damit Sie sich bei den Gamern auf der Gamescom lieb Kind machen können und sagen dann, wenn Sie so gerne debattieren wollen, dann stellen Sie den Antrag doch gleich selber. Also so viel parlamentarische Spitzfindigkeiten, das muss man erst mal bringen, Herr Kollege Lammler. Aber ich hätte durchaus noch 3 weitere Punkte, die ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte für den nächsten Antrag, den Sie dann vielleicht zur Überweisung stellen, damit wir miteinander noch weiter reden können. Also Punkt 3. Wir brauchen mehr valide Daten. Die Debatte bewegt sich auf der rein motorischen Ebene doch zwischen, die einen sagen, anspruchsvolle körperliche Tätigkeit, wie auch Sie sagen, da spricht durchaus auch was dafür. Und auf der anderen Seite stehen diejenigen, die sagen, die Kids, die vorm Computer sitzen, sind morgen die Übergewichtigen mit Diabetesproblemen. So, die Debattenlage haben wir. Ich glaube, wir brauchen mehr valide Daten, wir brauchen mehr Forschung zu dem Bereich. Vierter Punkt. Wenn wir davon ausgehen, dass E-Sport eine Jugendkultur ist, was heißt das dann für die Jugendarbeit in den Vereinen und Teams? Gibt es diese Jugendarbeit schon oder gehen auch Sie in diesem Punkt davon aus, dass man erstmal die Gemeinnützigkeit feststellen müsste und dann würden sich diese Strukturen schon von selber ergeben? Auch darüber würde ich gerne noch eingehender debattieren. Und letzter Punkt, die Frage, welche Rolle wirtschaftliche Akteure in der Organisation des E-Sports spielen. Denn die Abgabenordnung schreibt ja in § 52.1 fest, dass eine Körperschaft dann gemeinnützige Zwecke verfolgt, wenn, ich zitiere, ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Diese Frage der Selbstlosigkeit stellt sich im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Unternehmen aus meiner Sicht durchaus. Auch das gilt es zu klären. Also nochmal der Appell, lassen Sie uns die offenen Fragen gemeinsam diskutieren, und zwar auf Basis Ihres Antrags, denn Sie können doch uns nicht sagen, wir würden gerne diskutieren, stellen Sie Antrag selber. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich hier nur um politische Spielchen handelt, damit Sie bei der Gamescom was in der Hand haben. Dem werden wir so nicht folgen können, und das ist schade und auch nicht im Sinne der Gamerinnen und Gamer. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Paul. Wenn Sie, Frau Kollegin Paul, bevor Sie davon laufen, es gab den Wunsch, Ihnen noch eine weitere Zwischenfrage zu stellen. Ist der Wunsch inzwischen erledigt? Nein. Dann los. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Paul, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie sprachen gerade davon, Grund für die Ablehnung des Antrages ist, dass Sie sich eine Debatte wünschen. Habe ich mir das dann so vorzustellen, wie die Debatte über unseren BGE-Antrag, wo unter anderem auch Sie eine Sachverständigenanhörung abgelehnt haben und dann die Debatte abgebrochen haben?
im Ausschuss HFA? Ich stelle mir das so vor, wie wir das nach parlamentarischer Kultur hier machen. Sie überweisen diesen Antrag in die zuständigen Ausschüsse. Ich würde mir wünschen, dass das nicht nur Kultur und Medien, sondern auch der zuständige Sportausschuss, jedenfalls für die Anerkennung als Sportart ist. Dann können wir gerne gemeinsame Sachverständigenanhörung machen. Und auf dieser Basis werden wir weiter sehen, wie mit dem Thema zu verfahren ist. So machen wir das hier im Haus. Und das sollte auch Ihnen bekannt sein. So, vielen Dank. Frau Kollegin Paul, für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Dr. Kerbein das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ehrenamtliches Engagement in unseren Sportvereinen leistet einen sehr wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Sportvereine leisten wertvolle Jugendarbeit, helfen dabei, Flüchtlinge zu integrieren und tun vieles, vieles mehr und verfügen über gewachsene Organisationsstrukturen. Zu Recht werden unsere Vereine steuerlich entlastet, müssen also bei Erfüllung gewisser Kriterien keine Körperschaftssteuer zahlen. Hier geht es heute darum, dem E-Sport den Weg in die Gemeinnützigkeit zu ebnen. Nicht zuletzt, um ihnen auch diese steuerliche Entlastung zu ermöglichen. Dies ist jedoch nicht ohne weiteres möglich. Die Kriterien, die ich gerade für die Sportvereine genannt habe, gelten aber so noch nicht unbedingt für den Bereich des E-Sports. Zudem müssen sich Vereinsstrukturen, das ist schon angesprochen worden, erst noch herausbilden, auch wenn es, was anzuerkennen ist, bereits Profis liegen und auch internationale Turniere auf diesem Feld gibt. Die Gemeinnützigkeit des Sports erwächst aber nicht nur allein aus dem Profisport, sondern aus der Vereinsarbeit ehrenamtlicher Trainer und Betreuer an der Basis. Der wissenschaftliche Dienst des Berliner Abgeordnetenhauses, auch dies hat Frau Paul gerade angesprochen, hat im vergangenen Monat ein Gutachten vorgelegt, das im Auftrag der dortigen Piratenfraktion erstellt wurde. Dies kommt zu dem Ergebnis, dass die aktuelle Rechtslage eine Anerkennung als gemeinnützig derzeit nicht hergibt. Ursächlich dafür ist, zu urteilen in den vergangenen Jahren mehrere Gerichte, dass E-Sport rechtlich nicht als Sport, sondern als Spiel einzustufen ist. Es ist müßig, an dieser Stelle zu diskutieren, ob sich der Sportbegriff dergestalt erweitern lässt, dass auch der E-Sport darunter fällt. Wir sind uns sicher einig, und das hat aus meiner Sicht die Debatte auch hergegeben, dass hierzu der Rahmen fehlt, der Rahmen hier gesprengt würde. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion, Sie haben ein durchaus sehr interessantes Thema aufgegriffen. Es wäre sehr schön gewesen, wenn wir das Ganze im Ausschuss noch hätten etwas näher diskutieren können, Sachverständige hätten hören können, um dieses doch sehr komplexe Themengebiet zu besprechen. Dazu wird es leider nicht kommen. Sie haben bekannterweise direkte Abstimmung beantragt und dementsprechend wird sich unsere Fraktion enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Kerbein. Für die Landesregierung erteile ich Frau Ministerin Kampmann das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Fraktion der Piraten fordert die Landesregierung auf, ich zitiere noch mal, sich auf allen Ebenen dafür einzusetzen, dass der E-Sport gesellschaftlich als Sport anerkannt wird und dass er damit auch den Status der Gemeinnützigkeit nach § 52 Absatz 2 Nummer 21 der Abgabenordnung erhält. Der Kollege Vogt hat es eben schon gesagt, diese Forderung von Ihnen, liebe Piraten, die ist nicht neu, denn bereits im Jahr 2004 wurde der Deutsche E-Sport-Bund gegründet mit dem damaligen Ziel, die Anerkennung des E-Sports als Sportart durch die Aufnahme in den damaligen Deutschen Sportbund zu erhalten. Die Aktivitäten dieses Verbandes versandeten allerdings und er ist seit 2011 inaktiv. Auch das gehört heute zur Wahrheit dazu. Kollege Lammler, Sie haben eben gesagt, der E-Sport erfordert mehr Hand- und Augenkoordination als beim Tischtennis. Sie haben es vielleicht schon gesehen, unten ist die Tischtennisplatte aufgebaut. Ich habe mit dem Staatssekretär eben schon eine Runde gedreht. Ich fordere Sie gleich einfach mal heraus und dann können wir ja sehen, wie sich Ihre Augen- und Handkoordination entwickeln wird. Ich sage Ihnen, der E-Sport wird nichts dagegen sein. Ich bin sehr gespannt. Sehr verehrte Damen und Herren, jetzt setzen sich die Piraten offensichtlich in einer konzertierten Aktion in den gesamten Landesparlamenten, das klang gerade schon an,
dafür ein, dass der E-Sport im Sinne der Abgabenordnung anerkannt wird, nachdem ein entsprechender Antrag am 10. Mai bereits vom Berliner Abgeordnetenhaus eingebracht wurde. Und es ist ein wesentliches Prinzip des Verhältnisses von Sport und Staat, auch das ist eben schon angeklungen, dass der Sport seine inneren Angelegenheiten autonom regelt. Da ist der Kollege Stein eben schon drauf eingegangen. Das heißt, ein staatliches Eingreifen muss deshalb zunächst immer daran gemessen werden, ob damit in die Autonomie des organisierten Sports eingegriffen wird. Sollte der Sport dabei bei seiner Ausübung der Kernkompetenzen gestört werden, dann ist ein Eingriff schlichtweg unzulässig. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist eigentlich Sport? Im klassischen Sinne ist Sport eine Wettkampfform, die im Zusammenhang mit körperlichen Aktivitäten, steht. Dem E-Sport fehlt es an der für den Sport erstmal typischen körperlichen Ertüchtigung und den direkten eigenmotorischen Aktionen. Als Sport werden außerdem Aktivitäten angesehen, die in der realen Welt auch passieren. Und das Bundesverwaltungsgericht hat im Jahr 2005 dazu einmal ausgeführt, dass der Sport, ich zitiere, auf die Erhaltung der Gesundheit und Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit ziele, während beim Spielen eher Zeitvertreib, Entspannung und Zerstreuung im Vordergrund stünden. Trotzdem, und das begrüße ich ganz ausdrücklich sehr, hat sich auch der organisierte Sport bereits mit dem Thema E-Sport und mit seinen Potenzialen, denn auch die sind vorhanden, im Sport beschäftigt. Und das wird er auch weiterhin tun. So wird zum Beispiel der Landessportbund Nordrhein-Westfalen, ich denke, das wissen Sie, im September dazu ein Expertenhearing veranstalten. Es fehlt aber im Moment noch an den Voraussetzungen, den E-Sport entsprechend anzuerkennen. Frau Ministerin, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen von Herrn Kollegen Schulz von der Piratenfraktion? Ja, natürlich. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie hatten gerade in Bezug auf die Anerkennung sportlicher Leistungen auch die körperlichen Anstrengungen genannt. Wären Sie dazu in der Lage, mir zu erklären, wie Sie den Unterschied zwischen Schachsport und E-Sport herstellen? Das mache ich gerne, da komme ich in meiner weiteren Rede noch drauf. Also wenn Sie mich meine Rede weiter ausführen lassen, dann werden Sie es gleich erfahren. Darüber erstmal mache ich aber mit den sportlichen Aktionen und dem, was der organisierte Sport macht, weiter. Denn der DOSB hat in seiner Aufnahmeordnung festgeschrieben, dass Sportorganisationen neben der notwendigen eigenen sportbestimmenden motorischen Aktivität unter anderem eben auch folgende Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft erfüllen müssen. Das ist nämlich zum einen die Ausübung der eigenmotorischen Aktivitäten, die Selbstzweck der Betätigung sein muss. Und die Sportart muss die Einhaltung ethischer Werte gewährleisten, wie Fairplay, wie Chancengleichheit, wie die Unverletzlichkeit der Person und die Partnerschaft durch Regeln und oder ein System von Wettkampf- und Klasseneinteilung. Dies sei nicht gegeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für eine wie im Antrag geforderte steuerrechtliche Bewertung ist eine Eignung zur körperlichen Ertüchtigung, das sagte ich gerade schon, von zentraler Bedeutung. Lediglich durch eine Änderung der Abgabenordnung könnte der E-Sport eben wie der Schach, Herr Schulz, als gesetzlich anerkannte Fiktion in die Abgabenordnung aufgenommen werden. Ich bewerte das erstmal nicht, ich sage nur, wie es im Moment festgeschrieben steht. Ich sehe eine politische Verantwortung derzeit, sich auf allen Ebenen dafür einzusetzen, so wie Sie es fordern, dass der E-Sport gesellschaftlich anerkannt wird. Im Moment aus unserer Sicht nicht. Es ist für mich ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehbar, dass die Anerkennung als gemeinnützige Sportart automatisch eine Demokratisierung der Strukturen im E-Sport nach sich zieht. Da können wir vielleicht noch mal drüber sprechen, aber im Moment stellt es sich in Ihrem Antrag so dar. Deshalb lehnen wir den Antrag derzeit ab. Ich bin aber ehrlich gesagt sehr gespannt, wie der organisierte Sport dieses Thema weiter diskutieren wird und werde das mit viel Interesse verfolgen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Bitte bleiben Sie noch einen Moment vorne. Hallo, Frau Ministerin. Seien Sie so nett, bleiben Sie noch einen Moment vorne, weil Herr Kollege Marsching von der Piratenfraktion eine Kurzintervention angemeldet hat. Das heißt, er bekommt jetzt 90 Sekunden Zeit und Sie danach ebenfalls 90 Sekunden, um darauf einzugehen, falls Sie es möchten. Herr Kollege Marsching ist so nett, sich einzudrücken und dann kann es losgehen. Bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Bei meinem aktuellen Lieblingsspiel Rocket League heißt das Verlängerung. Da kriegt man dann noch mal ein bisschen extra Zeit obendrauf. Ich höre hier von allen Fraktionen, der E-Sport ist anerkennungswürdig. Man sollte den E-Sport fördern. Das sollte in den Ausschuss gehen. Ich hoffe, die FDP wollte uns nur ärgern, indem sie immer vom E-Sport redet. Ich finde das ein bisschen befremdlich, wenn man das tut, aber ist gut. Mein Appell wäre, dann suchen wir doch gemeinsam Wege, dann überlegen wir doch, und es sind ja gerade auch durchaus Kritikpunkte angeklungen, einen solchen Antrag eventuell sogar noch mal gemeinsam zu stellen. Wir haben hier einen Unterschied. Wir reden hier von Sport. Da stellt sich für mich gar keine Frage. Und nur weil hier die Sportler aus dem Kinderzimmer und aus dem Arbeitszimmer rekrutiert werden und sich eben nicht in der Kneipe vor der Dartscheibe finden oder auf dem Fußballplatz einfinden, ist das nicht weniger Sport. Hier Profisport und Breitensport in einen Topf zu werfen, halte ich für ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und wir sollten nicht vergessen, wir reden über hunderttausende Menschen in Deutschland, die abends sich vor ihren Rechner setzen und dort ihrem Lieblingsspiel frönen, ihrem Sport frönen. Und nur weil das in einem Clan passiert oder in der Gilde passiert und nicht in einem eingetragenen Verein, ist das nicht weniger Sport, ist das nicht weniger förderungswürdig. Ich sage, wir sollten hier gemeinsam darauf hinarbeiten, und das hätte in jedem Redebeitrag vorkommen müssen, dass wir den E-Sport fördern, statt den E-Sport hier kleinzureden. Vielen Dank, Herr Kollege Marsching. Frau Ministerin, Sie haben das Wort für bis zu 90 Sekunden. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat sich Ihre Aufforderung eher an die Fraktionen gerichtet, nämlich das. Okay, aber ich hatte es am Anfang Ihres Redebeitrags so verstanden, dass Sie sich jetzt durchaus doch noch wünschen, das Thema im Ausschuss zu diskutieren und zu schauen, wie man das dort weiterentwickeln kann. Das klang ja auch von einigen der vorherigen Redner an, aber ich glaube, das ist kein Thema für die Landesregierung. Ich habe gesagt, ich bin sehr gespannt, wie der organisierte Sport dieses Thema weiter diskutieren wird, werde das mit Interesse weiterverfolgen, aber ich habe auch klar gesagt, dass wir als Landesregierung die Autonomie des Sports an dieser Stelle respektieren. Und das ist auch nach Ihrer Kurzintervention noch meine Meinung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Soweit Kurzintervention und Entgegnung darauf. Meine Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Das heißt, ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Piratenfraktion hat, wie vielfach erwähnt, direkte Abstimmung beantragt über den Inhalt des Antrags und der Drucksache 12104. Ich darf fragen, wer dem Piratenantrag seine Zustimmung geben möchte. Das ist die Piratenfraktion. Danke sehr. Wer stimmt dagegen? Das sind SPD, CDU, Bündnis 90, die Grünen. Danke sehr. Wer enthält sich der Stimme? Das sind die Kolleginnen und Kollegen der FDP-Fraktion. Vielen Dank. Damit stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 12104 abgelehnt ist.